Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 1 in der Remastered Edition. Und ja, es hat sich einiges getan. Wir sind hier am Feuerbahnschein, auch wenn man es gerade nicht sieht. Hier oben geht's zum Leuchtfeuer, aber gut. Wir haben hier noch einen Dude und ich habe mit dem oberen Dude, der mit uns eigentlich nichts zu tun hat, gleich. Und ich habe von ihm den Eid bekommen. Und ich könnte auch Wunder wirken, wenn ich möchte, aber gut. Was? Oh, hier kann man Estus Flakon verstärken. Okay. Oh. Gut. Und hier unten, falls ihr zunächst den Generalschlüssel genommen habt, ganz zu Anfang, kommt ihr nämlich hier unten weiter. Also gut, kommt ihr sowieso, aber... denn hier ist offen, von Anfang an. Und ihr könnt dann hier den Fahrstuhl benutzen. Scheiße, sehen wir hässlich aus, aber gut. Denn ich möchte mir gerne Astoras Schwert holen. Und das geht wie folgt. Können wir uns hier fallen lassen? Ja. Die habe ich schon gekillt. Okay. Ruin von Neu... also Londor. Hier hinten hat es noch ein Item gehabt, meine Freunde. Hier um die Ecke. Den habe ich auch gekillt hier. Von daher läuft es auf jeden Fall. Da ist noch einer. Aber eigentlich müsste ich das jetzt nicht machen, weil ich sterbe sowieso gleich. Meine Freunde. Oh, oh. Ja, so sowieso. Ich dumm Batz. Ich Vollidiot. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Kürzere Parts gewünscht. Das wird auch kommen, meine Freunde. Vor allem dich, Mui. Definitiv, falls ich dich richtig ausspreche. Hier seht ihr, der Typ da meine ich nicht. Ich meine den da. Ja, doch. Den da meine ich. Bei dem kann man einen Eid und eine Geste lernen. Inklusive Wunder. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht. Schon zum einen, weil ich keine Seelen habe. Also nicht genug Seelen. Ich glaube 1000 oder so bräuchte ich. Und 5000, um das Bessere zu kaufen. Aber gut. Wir haben im letzten Part einen schwarzen Ritter gekillt. War auf jeden Fall nice. Und wir haben den nächsten Bossfight. Ja. Gefunden. Und wir haben Havel gesehen. Heißt. Der schwarze Steinritter. Für uns gekommen. Nach oben. Smith, look at me now. Can you believe? What is it? Have you? Oh no. Intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, much to occupy myself. No, how about that? I could afford your weapons. With rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Come back soon.
Smithing helps Sue. Einen geilen Schwert. Ha. Das ist jetzt die Frage. Ha. Durch ja, aber man kommt nicht rüber. Vielleicht dort, aber... Also vielleicht dort, aber gut. Dadurch gehen wir nachher auch noch, aber zu, weil dort unten ist die Schandstadt. Aber wir müssen zunächst mal zum Drachen dort drüben. Und ich hoffe, der steht nicht auf gleich. Weil ich muss da drei Items einsammeln und eins davon ist das Astora-Schwert. Seele eines Kriegers. Und ja, der lebt. Astoras Schwert und Drachenwappenschild. Ja, super. War es tot. Ja, ist klar. Ja, super. Oh. Den treten wir auch noch an, aber noch nicht jetzt. Aber wir haben das Astora-Schwert. Ist auf jeden Fall nice. Ha. Astora-Schwert. Gerade Schwert eines unbekannten Ritters, der vermutlich Astoras Elite angehört, der hochwertige Waffe mit mächtigem Segen. Was? Oh ne, mir fällt der Glaube. Ich glaub's ja auch, oder? Oh, ich muss noch mit meinem Speer rumhantieren. Ah, okay. 14 Glaube und wie viel habe ich? Fehlen mir noch. Okay. Interessant. Gefällt mir. Zum Glück, wir müssen jetzt nicht mehr zu dem hin. Und wenn wir es schaffen, können wir sogar noch in die Leere unten gehen. Aber auch nur, wenn wir es schaffen. Gut. So, komm. Oh Mann, Fallschaden. Und hier oben könnt ihr eben, wie gesagt, nur durch, wenn ihr den Generalschlüssel am Anfang habt. Genau durch dieses Tor da. Sonst müsstet ihr irgendwie oben bei Neu-Alondor irgendwie zuerst mal ein bisschen rumhantieren. Oh, zum Glück habe ich hellere Einstellungen. Sonst würde ich ja hier, glaube ich, gar nichts sehen. Ist gleich grünlich angehaucht bei mir. Hallo, ihr Jungs und Mädels. Naja, London Runenschlüssel oder so. Tschüssi. Oh Gott, das sei denn eher bitte. Ah, klar. Oh Gott, die kleinen Insekten nerven ja jetzt schon. Kann ich mich hier unten nach unten droppen lassen? Oh.
Ja, klar. Jetzt habe ich noch die Vergiftung am Arsch. Ja, klar. Ja, klar. Oh Mann. Klar, wir sind noch viel zu... Aber wenn wir es richtig machen, kommen wir hier auch durch. Vielleicht kann ich hier noch gerade jemanden zugucken, wie er das gemacht hat, aber gut. So. So. Weil dort unten sind wir safe. Dort, wo jetzt gerade hingeht. Gut. Ja, ich habe ein bisschen nachgeguckt, wie andere das so machen. Zum Upgraden vor allem Ding. Und das sind Leute halt, die Dark Souls schon kennen. Teil 1. Also ich spoiler mich nicht, wo es lang geht oder so. Also die gehen wirklich nur Items sammeln. Und von daher sehe ich das nicht als schlimm an. No. So. Hier runter und fertig. Und dann hier hoch. Hier rüber. Habe ich hier hinten noch ein Item? Ne. Wisst ihr was? Kann ich das ausziehen? Wir sehen jetzt zwar aus wie eine Leiche, aber wir können uns wenigstens besser bewegen. So, das ist jetzt auch da unten. Ha, gut. Ja, ja, er hat sich da oben festgebackt. So, wo gehst du jetzt weiter? Die Treppe gehst du nach unten. Und dann wie weiter? Ah, da hat's noch eine Treppe, ich Doofi. Die habe ich nicht gesehen. Da. Tschüssi. Oh, dort liegen meine Seelen. Sofern ich welche gehabt hätte. Oh Gott. Ja, klar, giftig. Nehmen wir mit. Oh. Zauberei, Linderung. Nein! Nein! Gut, gucken wir mal weiter, wie der weitergegangen wäre. Der lässt sich einmal mal irgendwo droppen, ey. Er ist ein kranker Hund, ey. Der kennt wohl jeden Winkel, ey.
Ach so, auf die andere Seite hätte ich gemusst. Ich doof Pratze, ich doof Pratze, okay. Bis wir da ganz unten sind, bin ich halbwegs tot, ey. Und ich meine da so richtig tot. Dann sehen wir nicht nur so aus, ey. So. Ich muss mal durch. Sorry. Hallo Schandstadt, ja, du bist wirklich eine Schande. Ja, klar. Hier glaube ich, müsste ich runter. Und zwar genau auf so einem Ding. Gut. That's all nice. Jetzt nehme ich noch kurz mal was zu trinken. Und guck mich hier ein bisschen um. So. Oh Gott. Ah. Schneide! Ich möchte hier nicht drauf gehen. Ja, super. Aber immerhin, wir haben die Schneide. Gut. Immerhin. Die Schneide ist eine gute Waffe, die einem Leben regeneriert. So viel habe ich bei einem Let's Player mal gesehen, der ausschließlich nur damit gespielt hat. Sofern ihr Leute tötet. Soweit ich weiß. Wenn es nicht stimmt, dann tut's mir leid. Jetzt gehen wir an dieselbe Stelle unten wie zuvor. Und dann gucken wir mal, wo der andere Typ jetzt durch ist, um durch die Leere zu gehen. Aber die Schlangen sind schon echt heftig. Oder was das sind.
sehen aus wie überdimensionierte Blutegel. Aber gut. Ha. Huh. Ja. Aber sieht schon cool aus. Cool gemacht. Hier runter. Dadurch. Hier runter. So, so. So. Da wären wir wieder. Ah, hier kann man wieder hoch. Gut. Tschüss. So, wo bist jetzt du lang, damit wir da durchkommen? Weil er ist auch nur durchgerannt, wie ich da sehe. Hä? Wo ist der Typ hin? Oh my fucking goodness, das ging jetzt bei ihm ultra schnell. Das Ding wie hier lang. Hier dran vorbei. Ah. Ah, Leuchtfeuer. Was ist denn hier? Kommen wir hier wieder hoch? Drachenstein. Okay. Ich werde das Leuchtfeuer jetzt nicht anmachen, weil wegen, sonst kommen wir nicht mehr nach oben. Aber gut zu wissen, dass hier ein Leuchtfeuer ist. Ja, werde ich instant aktivieren. Alles okay. Wir haben ja schon im letzten Part ein bisschen Bekanntschaft mit Vergiftung gemacht. Hier lang ist er. Hier wurde er ungefähr vergiftet. Ah, hier. Okay. I understand this. Wir haben es gefunden. Huh.
Er denkt jetzt sicher so, was? Da kommt man ja nicht weiter. Wie wär's mal mit durchstechen? Dann doppelte Menschlichkeiten entgegennehmen. Hier durch. Und hallo. Die große. Cool, ne? Und hier kommt gleich noch ein Leuchtfeuer, das weiß ich gerade. Moment, die einmal runter. Oh, da sterben die Leute einfach. Hier, Leuchtfeuer. Option. Und soll ja die Kamera hier nicht killen. Weil es ist eine unangenehme, eklige Stelle. So, da geht er runter. So wie wir vorhin. Jetzt bin ich gespannt, was er da so macht. Wo er runterspringt. Da hält er sich zunächst mal. Mache ich auch mal. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Nein! Oh, oh Gott! Oh Gott! Chlorantiering! Oh, was macht der? Beschleunigt die Regeneration. Voll. Okay. Und jetzt? Wo bist du hin? Rennen. Erhalt sie nochmal, sollte ich vielleicht auch machen. Ah, geht dann einfach da raus, da durchs Loch. So. Voila. Ah, das ist so ein Ding. Oh Gott, wir sind sogar zu schwach, um so ein Ding kaputt zu machen. Ah. Und wie komme ich jetzt da rauf? Ah. Gut. Roter Brocken. Ja, super. Ja gut, aber wir haben das, was wir wollten, würde ich sagen. Und er rennt auch schon direkt zurück. Okay. Alles gut. Dann habe ich das Wichtigste mitgenommen. Warum? Darf ich mal? Okay. Da waren wir schon. Aber jetzt zeige ich euch noch was, was mir selbst nicht aufgefallen ist. Und zwar
hat hinter ihm noch eine Treppe und da gehen wir jetzt mal kurz lang. Und dann kann man sich da, glaube ich, rabstürzen lassen und hier jetzt noch ein Item. Verlorener Untoter, okay. Gut. Und hier hat man jetzt 3 Truhen. Heimkehrknochen, oh geil. Hornstein Talisman haben wir jetzt auch. Und gebossener roter Augapfel 4-mal. Ah, das letzte Item ist zwar nicht gerade das geilste, aber gut. Kann man sich gönnen. Und Lyots Talisman 4-mal. Ja, ja, komm. Jetzt bin ich ja stärker, kommt mal. Ich möchte mal gucken. Wartet mal. Oh. Ihr stürzt freilich in den Tod? Ihr seid ja geil. Sorry. Aber eigentlich will ich hier nur noch hin, weil wir hier was vergessen haben. Ein Item. Flügelsperr, genau. Das war bei dem großen Koloss hier. Jetzt können wir zurückgehen. Ja, klar. Der interessiert dich ja noch mal nicht. Und er bewegt sich auch nicht. Ja, genau. Komm. Yes. Wichsknödel. 500. Ja, Mann. So kann man am Anfang ziemlich gut Seelen sammeln. Gefällt mir. Hammerhart sogar. Ah, ich liebe es. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt noch zu unserem alten Leuchtfeuer zurück. Würde ich sagen, denn wir haben jetzt hier eigentlich alles aufgesammelt. So. Weg. Und ja, das Parieren kann ich auch. Nur mal so am Rande. Oh, ja, ein Ding sollte ich nicht lernen zu parieren. Tschüss. Oh. Oh Gott. Wartet der extra? Ja, ist klar. Oh! Ach du meine Güte. Habt ihr das gerade mitbekommen? Der hat mich jetzt gerade zerlegt. Auf die beste Art und Weise. Aua.
Das tut doch weh, Gut. Oh ne, ich wollte eigentlich leveln jetzt gerade. Bis ich gerade bemerkt habe, ups, ich kann ja nicht. Ja, klar. Ja, das war jetzt ziemlich schlecht getimt. Au. Wenn du bis da vorne kommst, dann... Ey! Fick dich, ey. Geh weg. Dreckiger Bastard. Bist du gerade auf mich gesprungen, dreckiger Kollege? Und mit dem Speer ist es unglaublich Gold wert, so zu killen, definitiv. In so engen Räumen, weil sonst schlägt eventuell euer Schwert dran an und das ist nicht geil. So. Ja, klar. So. Weg. Huh. Oh Gott. So. Wunderbar. Genau. So weit kommt's noch. Dumme Kuh, Kann ich jetzt nochmal 5? Nee. Schade. Wunderbar. So, das war's. Wunderbar. Kann ich jetzt gleich mal 3 Level machen, weil dann können wir die Folge beenden. Ja, kommt. Ich liebe den Speer.
Ist vielleicht nicht gerade die stärkste Waffe, aber... Yo. Oh. Warum kann ich die nicht nutzen? Oh, Geschicklichkeit 2 mehr. Da brauche ich auch noch 4 Stück von. Hallo. Was hat die nicht? So. Wir machen kurz eine Runde, würde ich sagen. Geht mir nicht auf die Pelle. So. Jetzt haben wir hier unten noch 2 Stück. Oder besser gesagt 3. Ja. Ach, Estus könnt ihr auch trinken. Okay. So. Alle erledigt. Ja, das ist auch ein bisschen Training für mich, ne? So. Jetzt haben wir hier. Beweglichkeit und Wille. Wir machen das mal kurz so. Und jetzt sammle ich offscreen noch ein bisschen Seelen, um dann, ja, noch mehr upgraden zu können. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Speer und vielleicht einer Astora-Klinge mehr in unserem